bist du? Und du? Bist du auch so kitzlig? Du musst die Kamera direkt auf uns halten. Ja, du bist es gut. Tschüss. Deine Familie. Das ist deine verrückte Familie. Komm ein Stückchen näher. Hey, Lindsay, blick doch mal in die Kamera. Wink der Mami. Schenkst du mein Küsschen, bitte? Oh, sieh dir bloß mal an. So ein der kleine Franz. Ja. Ja, komm doch mal her und gib dir ein dickes Küsschen. Was sind wir doch für eine perfekte kleine Familie. Ich liebe dich, Schatz. Sayonara, Schätzchen. Holt James sie ab? Nein, Lena. Er hat ein Meeting heute Abend. Es wird langsam Zeit, dass wir uns mal zu dritt unterhalten. Ich tue, was ich kann, aber er will immer noch nicht darüber reden. Nicht mit mir, nicht mit Ihnen, mit niemandem. Versuchen Sie es weiter. Er braucht einfach nur ein bisschen Zeit. Ich weiß. Was ich Ihnen noch sagen wollte, Sie machen gute Fortschritte. Vielen Dank. Ah, da ist ja mein Chauffeur. Danke, Doc. Machen Sie es gut. James, Sie haben mich erschreckt. Ich wollte Sie nicht erschrecken, wirklich, Doc. Tut mir leid. Was tun Sie hier? Naja, ich wollte Sandy abholen. Ich war zufällig hier in der Gegend. Sie ist gerade weg. Aber da Sie schon mal da sind, wir drei sollten uns unbedingt mal zusammensetzen. Das hätten wir schon längst tun sollen. Ich sehe mal nach. Wie wäre es mit Donnerstagabend? Naja, das muss ich erst noch mit Sandy besprechen. Ich halte mir Donnerstagabend frei. Wie läuft's bei Ihnen, James? Kein Tag ist wie der andere. Nun ja, sagen Sie Ihrer Frau, sie soll mich wegen Donnerstag anrufen. Vergessen Sie es nicht. James. Wieso? Donnerstagabend habe ich schon was vor, Doc. Schon, Mom. Die Angels. Nicht ohne Aufsichtsperson. Miststück. Und jetzt hör auf, mich zu nerven, David. Dann behandel mich nicht wie ein Baby. Du zerstörst mein Leben, Mom. Tut mir leid, das sind die Spielregeln. Nein, ehrlich. Ständig hast du Angst, dass mir irgendwas passieren könnte. Ich muss lernen, auf eigenen Füßen zu stehen, Mom. Glaub mir. Das ist alles seit Lindsay. Tut mir leid.
Ist schon okay. Ach, Schatz. Es ist für uns alle schwer, ich weiß. Bla, bla, bla. Ich kann ja mal mit Dad reden. Vielleicht geht er mit. Oh ja, klasse. Das würde euch beiden gut tun. Danke, Mom. Klapp, klapp. Hast du mich erschreckt? Das habe ich heute schon mal gehört. Du kommst spät. Ich habe eben viel zu tun. Ich mag es nicht, wenn du mich warten lässt, hörst du? Hey, habe ich was von aufhören gesagt? Hey, George, hör zu, die Sache ist gebongt. Ja, meine Mom hat gesagt, sie fragt meinen Dad, ob er mit uns mitgeht. Der sagt ja. Keine Sorge, der sagt immer ja. Übrigens, deine Schwester ist so hässlich, die... So ein verzogenes Bike, dem solltest du mal richtig den Hintern versohlen. Und wie war's? Nur ein kleiner Zwischenfall. Ach ja? Kein Problem. Wieso müssen wir uns das antun? Ich meine, wir wissen doch schon genug über sie. Sie ist die perfekte Ehefrau. Todlangweilig. Ich sagte doch, wir müssen jedes Detail kennen. Und das tun wir jetzt. Weißt du, das Einzige, was mich nachts nicht schlafen lässt, ist Victor. Der ist nicht der Typ, der einfach so 50 Riesen in den Wind schießt. Du machst dir zu viele Gedanken. Komm her. Ich hasse dieses Loch. Wann kommen wir endlich hier raus? Bald. Wird es klappen? Sag mir, dass es klappen wird. Wie geschmiert. Es ist idiotensicher. Ja? Ja. Komm her. Hat lange gedauert. Ja, du weißt doch, wie diese Meetings so laufen. Jeder ist nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Keiner ist ehrlich. Schatz, David braucht dich jetzt so sehr. David braucht dich jetzt so sehr. Verdammt nochmal, Sandy. Wir hatten die ganze Woche die Wirtschaftsprüfer am Hals. Es geht nicht nur um diese Woche. Ich weiß, aber können wir nicht ein anderes Mal darüber reden? Im Moment habe ich wirklich ganz andere Sorgen. Das kenne ich, James. Das ist nichts Neues. Du hast nie Zeit für uns. Über die wichtigen Dinge reden wir schon lange nicht mehr. Willst du etwa für immer und ewig alles verdrängen? Allein wirst du das nicht schaffen. Doch, du wirst schon sehen. James, bitte. Du weißt ja nicht mal, womit er seinen Lebensunterhalt verdient. Halten Sie ihn etwa für einen Mafia-Boss? Mit einem haben Sie recht. Roman kann so ein böser kleiner Junge sein. Meistens aber nur bei mir. Ach, ich weiß nicht. 40-jährige böse Jungs mit viel Geld machen mich nervös. Sie haben leicht reden. Sie haben ja den Mann Ihrer Träume. Was für ein herrlicher Tag. Wenn Sie das sagen, wird's schon stimmen. Hi, Mom. Hi. Hi, Dad. Guten Morgen, Lena. Guten Morgen. Lena kriegt einen guten Morgen und wir nicht. Sie ist Europäerin, die sind höflicher.
Entschuldigung, ein Saft für den Herrn? Willst du dich nicht setzen? Oh, Tony ist ja schon da und isst etwas von dem Omelette, okay? Okay. Mhm. Schön brav sein. Ich liebe euch. Ich liebe euch Jungs. Wiedersehen. Fährt Mom nie wieder selber Auto? Doch, ich denke schon. Ich glaube, das ist alles nur eine Frage der Zeit, verstehst du? Coast Pacific Development? Nein, Mr. Colson, er ist noch nicht da. Ja, Sir, werde ich ausrichten, sobald er reinkommt. Okay. Gott, sieh dir mal mein Knie an. Was ist denn passiert? Irgend so ein Vollidiot hat mich einfach über einen Haufen gefahren. Das sollte dir eine Lehre sein, dass man im Berufsverkehr nicht Fahrrad fährt. Sehr mitfühlend, Wendy. Ist er schon da, Beth? Nein. Guten Morgen, Ladies. Guten Morgen. Oh, Colson hat angerufen, es ist dringend. Beth, kann ich einen... Milch, zwei Stück Zucker. Danke. Ja, Sir. Wendy, haben Sie schon die... Hier, Sir. Oh, vielen Dank. Durfte ich Sie etwas fragen? Schießen Sie los. Dein Shooting ist am Montag, Baby. Lass mir keine Klagen kommen. Ja, und du schuldest mir was. Mach's gut. Na, wieder ein Auftrag verschenkt? Hast du einen besseren Vorschlag? Du weißt genauso gut wie ich, Bobby ist ein toller Fotograf. Der wird ein Riesenknaller in New York. Das wärst du auch. Ja, aber mein Leben findet hier statt. Kommt wie gerufen. Sandy Kennington. Oh mein Gott. Ja. Ich danke Ihnen. Was ist los? Dr. Silverstone, er wurde überfallen gestern Nacht. Er ist tot. Das ist ein faires Angebot, Peter. Ja, ich verstehe. Vielen Dank nochmal. Gute Nachrichten von Colson. Hören Sie sich das an. 18 Millionen. Das Angebot gilt bis nächsten Freitag. Naja, in 2 Jahren kriegen Sie für die Firma vielleicht 25, 30 Millionen. Es geht nicht nur ums Geld, Jerry. Viel entscheidender ist die Frage, ob ich all das hier ein für alle Mal hinter mir lassen kann. Können Sie das verstehen? Ich weiß es nicht. Ja? Mr. Kennington, Ihre Frau ist dran, scheint wichtig zu sein. Hi, Schatz. James, es geht um Dr. Silverstone. Er ist tot. Seit wann weißt du das? Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Wir haben also nur noch bis Ende dieser Woche. Ich mag's nicht, wenn man mich drängt. Tja, ich kann's auch nicht ändern. Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Morgen Abend geht's los. Bist du bereit? Du weißt doch, dass ich immer bereit bin. Kaffee? Du kannst Gedanken lesen. Ich wünschte, es wäre so. War ein harter Tag. Ja. Colsons Angebot. Ist verlockend. Ich weiß nicht. Jerry meint, wenn ich noch ein paar Jahre warte, kann ich mehr rausschlagen. Ich nehme auch die 18 Millionen. Vielen Dank. Was denkst du? Keine leichte Entscheidung, was loszulassen, woran du so hängst. Es ist aber auch eine große Chance, James. Die absolute Freiheit. Du müsstest nicht mehr arbeiten. Vielleicht will ich das aber gar nicht. Vielleicht ist die Arbeit das Einzige, was mich davor bewahrt, verrückt zu werden. Sandy? Ich tue mein Bestes, okay? Wo? Wie meinst du das, wo? Wo tust du bitte dein Bestes, James? Jedenfalls nicht bei David. Hörst du hast deine letzten 3 Spiele verpasst. Und was ist mit mir? Ich vermisse dich auch. Ich kann schon gar nicht mehr zählen, wie oft ich allein zu Abend gegessen habe. Und Dr. Silverstone hast du auch schon 1000 Mal versetzt. Mach dir doch nichts vor, du versteckst dich in deinem Büro.
Stellst du dich denn der Realität? Ja, wenigstens versuche ich es. Ach ja. Und das hier. Das ist nicht fair. Sandy. Ja, es ist zurzeit nicht einfach, aber darum geht's doch gar nicht. Claire, Claire, hör zu, hör mir zu. Nein, nein, das wirst du nicht tun. Nein, heute kann ich nicht. Wie wär's mit morgen? 4 Uhr. Sergejs. Ja. Ja, ja, wir sehen uns morgen. Ich freue mich auf dich. Alles klar, alles klar. Also dann, auf Wiedersehen, mein Schatz. Auf Wiedersehen. Verdammt. Gestern Abend hatten wir einen Riesenstreit. Wer hat gewonnen? Wir haben beide verloren. Wenigstens redet ihr. Er versteht nicht, was ich sage. Hört zu, Süße. Ich weiß doch, wie sehr ihr euch liebt. Vielleicht solltet ihr zwei euch mal eine Pause gönnen und eine schöne Reise machen. Ihr müsst mal zu euch kommen. Das renkt sich schon wieder ein. Ja, hoffentlich. Wann kriegst du dein neues Auto? Du wirst schon sehen. Lass dich überraschen. Gute Nacht, Bess. Gute Nacht. Schönen Abend noch. Dir auch. Christa, machst du heute Überstunden? Ach ja, der reizende Jerry hat mir das hier in letzter Sekunde noch aufgebrummt. Soll ich dir vielleicht helfen? Nein, weißt du, bis ich dir alles erklärt habe, bin ich selbst damit fertig. Trotzdem danke. Wenn du irgendwas brauchst, schrei einfach. Okay. Der Vorgang müsste bei Jerry auf dem Schreibtisch liegen. Hör zu, Greg, ich bin ziemlich spät dran. Das Beste wird sein, wenn du Jerry morgen früh selber anrufst. Ja, okay. Mach's gut. Gute Nacht, Beth. Gute Nacht. Hi, Büro Mr. Kennington. Ja, womit kann ich Mr. Kennington kann die Verabredung heute Abend nicht wahrnehmen, da er mit seinem Wagen auf der Autobahn liegen geblieben ist. Lange nicht mehr gesehen. Wir vereinbaren einen neuen Termin. Ist James noch da? Nein, er ist gerade raus. Oh nein, verdammt. Ich muss ihm was Wichtiges fragen. Oh, Crystal, warte. Könntest du ihm bitte von mir diesen Zettel geben? Oh shit, so ein Mist. Du holst ihn wahrscheinlich sowieso nicht mehr ein. Oh, keine Sorge, den kriege ich schon noch. Mr. Kennington! Crystal, was machen Sie denn hier? Gott sei Dank, dass ich Sie noch erwische. Ich hätte da noch eine Frage, das Ventura-Projekt betreffend. Jerry trifft sich doch morgen früh mit denen. Was war das? Was? Da ist jemand drin. Keine Ahnung, was meinen Sie? Moment mal, da stimmt doch was nicht. Oh, Crystal, komm her. Beth, was hat das? Beth, was stehst du da? Mach die Tür auf. Du wirst doch jetzt nicht schlapp machen, oder? Okay, du gehst wieder rein und holst ihre Handtasche und ihr Fahrrad. Dann steigst du in den Jeep und wir treffen uns zu Hause. Hast du verstanden? Was? Was willst du mit ihr machen? Es ist gefährlich, nachts mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren. Und jetzt beeil dich! Worauf wartest du? Kompliment an deinen Schneider. Hören Sie, Beth, was geht hier vor? Mr. Kennington, Ihr verloren geglaubter Zwillingsbruder. Sag Hallo. Und dann sprichst du nur noch, wenn du gefragt wirst. Kapiert? Fick dich. Sagst du das auch zu deinem Kind und deiner Frau?
Jetzt sag schon Hallo. Hallo. Gott, diese Familientreffen, mir kommen gleich die Tränen. Ich wette, du bist überrascht. Ich war's jedenfalls. Bis letztes Jahr dachte ich noch, mich gäb's nur einmal. Dann starb die Frau, die mich adoptiert hatte. Sie war eine Hure. Eine von denen, die dir's für 20 Dollar machen. Und sie war Alkoholikerin. Tja, nun ist sie tot. Die Air Force hat mich sogar früher entlassen, damit ich zu ihrer Beerdigung fahren konnte. Jetzt rate mal, was ich herausfand, als ich die erbärmlichen Habseligkeiten meiner guten alten Adoptivmutter durchwühlte. Ich fand heraus, dass ich nicht allein war auf dieser gnadenlosen, bösen Welt, sondern dass ich auch noch einen Bruder habe, der 2 Minuten jünger ist als ich. Du kannst also mit deinen Problemen zu mir kommen. Ich war natürlich neugierig, ob du noch lebst und wenn ja, was aus dir geworden ist. Und rate mal, was ich nach umfangreichen Recherchen herausstellte. Ich rede mit dir. Ich hielt das für eine rein rhetorische Frage. Rhetorisch? Hast du das gehört, Beth? Hast du das gehört? Er darf im sonnigen Kalifornien aufwachsen, in einem großen Haus mit Eltern, die ihn lieben. Guten Bürgern der Gesellschaft. Er besucht die besten Schulen, die man für Geld überhaupt kriegen kann, nur um das Wort rhetorisch mal eben ganz locker in die Runde zu werfen. Und jetzt ist er ein reicher Mann und wohnt mit seiner perfekten Ehefrau in einem noch größeren Haus. Womit wir wieder in der Gegenwart wären. Tja, Bruderherz, seit Wochen redest du davon, deine Firma verkaufen zu wollen, und ich finde, dass es langsam an der Zeit ist, Nägel mit Köpfen zu machen. Hey, du hast hart gearbeitet, Zeitkasse zu machen. Das Leben zu genießen? So läuft das nicht, glaub mir. Mein Sohn David ist First Baseman bei den Orioles. Er ist ein guter Fänger, könnte aber seine Schlagtechnik noch verfeinern. Er hat eine Narbe auf dem Hintern, weil er mit 3 Jahren in eine Harke gefallen ist. Ich habe eine Lesebrille in meiner Schreibtischschublade im Büro, weil es mir neuerdings schwerfällt, das Kleingedruckte zu lesen, und ich lese das Kleingedruckte immer. Meine entzückende Frau Sandy fährt seit einem Jahr nicht mehr Auto. Der leider verschiedene Dr. Silverstone war der Überzeugung, dass sie sich die Schuld am tragischen Tod unserer Tochter Lindsay gibt, die bei einem Autounfall getötet wurde. Noch Fragen? Woher weißt du das mit Silverstone? Weil ich alles weiß. Lass ja meine Familie in Ruhe. Es wird niemandem etwas geschehen, solange du unser Spiel mitspielst. Wünsch mir Glück, Bruder. Sind wir uns einig? Worüber? Über unseren Plan, Beth. Crystal war kein Teil des Plans. Es war dein Job, Crystal und die anderen vom Parkplatz fernzuhalten. Aber da du versagt hast, mussten wir sie töten. Pech für sie. Und wir erledigen auch jeden anderen, der uns in die Quere kommt. Wir? Ja, klar. Wir zwei. Wir gehören zusammen, was auch passiert. Wir können doch nicht jeden töten, der uns Schwierigkeiten macht. Doch, das können wir, Beth. Das können wir. Jetzt hör mir mal zu. Ich hatte immer Träume, aber nie die Chance, sie wahr werden zu lassen. Und nun hat Gott die Vorsehung oder meinetwegen auch der Osterhase uns ein Vermögen in den Schoß gelegt, und ich werde einen Teufel tun und mir das entgehen lassen. Nur weil wir zu feige sind, 1 oder 2 Tote zu riskieren, falls die Situation es erfordern sollte. 18 Millionen Dollar, dafür kann man eine Menge Träume kaufen, Beth. Also, was machen wir mit unserem Geschäftsmann des Jahres? Ihn töten. Und? Wir begraben die Leiche, wo sie keiner findet. Richtig, und ich werde als James in der Rolle des liebenden Ehemanns und Vaters auf eine ausgedehnte Urlaubsreise gehen, und während die Kenningtons auf irgendeinem Scheißberg in der Türkei stehen oder einen Tempel im Dschungel Mexikos erforschen, was passiert dann, Beth? Es ist wichtig für mich zu wissen, dass du ganz genau im Kopf hast, wie unser Plan ist. Du verstanden? Tut mir weh, Max. Was passiert mit der Frau und dem sie Kind? Sie haben einen Unfall. Also, wieso tun wir das? Na, fürs Geld. Nein, nicht wegen des Geldes.
Wegen dem, was das Geld bewirken kann. Denn wenn man reich ist, dann ist man jemand, dann gehören wir dazu. Sind wir uns einig? Guten Abend, Mr. Kay. Lena, du siehst sehr schön aus. Danke. Willst du auf eine Party gehen? Ukrainischer Tanz. Wird Ihnen gefallen. Mit Roman? Das ist meine Privatsache. Hm? Oh, Mr. Kay. David schläft drüben bei Kenny. Gut. Du bist schon da? Ja, wie du siehst. Mein Schatz, freust du dich? Hi. Tut mir leid wegen gestern. Wir haben beide Dinge gesagt, die nicht gut waren. Du hast recht. Wir müssen endlich offen miteinander reden. Über das Geschäft, Silverstone, David und natürlich auch uns. Ich habe nachgedacht, James. Es könnte doch sein, dass du tief in dir drin noch so verletzt bist, weil du den Schmerz über Lindsays Verlust einfach nicht verwinden kannst. Könnte sein, ja. Champagner? Um unsere erste Begegnung zu feiern, weißt du noch? Pass auf, was du sagst. Die Wände haben Ohren. April 1990. Ich glaube, es war der 22. Diese furchtbare Gartenparty in Brentwood. Das war nicht das erste Mal. Was? Du irrst dich. Dieser Stadtrat Schlemmer hat uns doch miteinander bekannt gemacht. Ich habe ihm am nächsten Tag einen Dankesbrief geschickt. Da war es nicht. Hey, das kannst du mit mir nicht machen! 4. März, Schatz, 1990. Da habe ich dich das erste Mal gesehen. Erinnerst du dich noch an diese Wohltätigkeitsveranstaltung im Four Seasons? Das Thema war Leukämie. Ach, das ist kein Teil des beschissenen Plans! Willst du nicht erstmal deine Jacke ablegen? Ich hätte mich an dich erinnert. Ich sagte ja nicht, dass du mich gesehen hast. Ich sagte, ich habe dich gesehen. Der glücklichste Tag meines Lebens und ich wusste es nicht. Ich wusste es. Firma nachgedacht. Vielleicht sollte ich doch verkaufen. Der Zeitpunkt ist gut, Sandy. Oh, das ist eine wichtige Entscheidung. Ich dachte, eine kleine Luftveränderung würde uns beiden gut tun. Wenn du willst, können wir verreisen. Was hältst du von New York? Hättest du Lust? Davon hast du doch immer geträumt.
Wirklich? New York? Wieso nicht? Und was ist mit David? Wir können das nicht ohne ihn entscheiden. Ich meine, er ist gerade in einer sehr schwierigen Phase. David packt das schon. Wir könnten von vorn anfangen. Lass uns mit ihm reden. Wegen gestern Nacht. Schön, dass du da bist. Das ist mein Platz. Setz dich dahin. Du bist heute der Daddy. Aber da sitzt doch Mom. Guten Morgen miteinander. Beeil dich, David. Dein Bus fährt in 10 Minuten. Das ist merkwürdig. Du hast ja noch nicht mal die Zeitung aufgeschlagen. Ich kann mich an keinen Morgen erinnern, wo du nicht zuerst die Schlagzeilen überflogen hast. Einen Morgen wie diesen hatten wir auch sehr lange nicht. Und? Hast du dich gestern gut amüsiert, Maxi? Ha? Wovon redest du, Beth? Wovon ich rede, Max? Wovon ich rede, Max? Ich kann hören, wie dieses blöde Girl mit seinen Freunden telefoniert. Ich kann die verdammte Miss O'Kane hören, wie sie einen Kerl voll von ich habe keine Zeit für sowas. Aber dann kommt eine Unterhaltung, wie ich hören will. Und plötzlich ist diese Scheißwanze im Arsch. Und das war kein Zufall. Weißt du, wie ich das finde? Ganz große Scheiße. Für eine Pistole. Wozu eine Pistole, Wendy? Naja, weil ich mich am liebsten erschießen würde. Peng, peng. Ich meine, Beth hat eine Nachricht auf dem AB hinterlassen, dass ihre Mutter einen Unfall in Seattle oder Vancouver oder sonst wo hatte. Und naja, habe ich bereits erwähnt, dass Crystal noch nicht da ist und ich versucht habe, sie anzurufen. Ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf Guten steht. Guten Morgen, Jerry. Gut, dass ich Sie gerade beide hier habe. Ich werde verkaufen. Was für eine nette Überraschung. Wen haben wir denn da? Victor, ich... Was suchst du in dieser durchgeknallten Gegend? Naja, weißt du, ich bin nur auf der Durchreise, verstehst du? Ich habe ein Vorstellungsgespräch in Tulsa beim Cousin meiner Mutter. Ist Maxi bei dir? Spinnst du? Dieser Mistkerl? Wenn's nach mir ginge, würde ich ihn aufschlitzen. So wie der uns behandelt hat, kein Respekt. Er soll oben in Vallejo sein. Du hast einen gesunden Appetit, hm? Ich habe einen neuen Freund. Er kommt hier aus der Gegend, er ist total harmlos. Ah ja? Ich denke, du bist auf der Durchreise. Ich würde ihn gern kennenlernen. Nein, Victor, ich weiß nicht, wo Maxi ist. Stellst du dich Victor, so an? Ich weiß Lass nicht, wo Maxi ist. Lass uns eine kleine Spazierfahrt machen. Also, wenn du Maxi sehen solltest, sag ihm, dass seine Freunde oben im Norden sich freuen würden, wenn er mal vorbeischaut. Man sieht sich.
Ich hätte wetten können, dass Sie Nein sagen. Sagen wir mal so, ich bin nicht mehr der Gleiche wie gestern. Jerry, entschuldigen Sie mich einen Moment. Sicher, kein Problem. Jerry, lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Okay. Was ist los, Beth? Maxie, rat mal, wen ich gerade getroffen habe. Ich kam gerade aus dem Supermarkt und auf einmal stand Victor vor mir. Victor. Ich hoffe, Sie stehen auf Fast Food. Die Henkersmahlzeit. Sehr witzig. Das war nicht Ihre Idee, Beth. Ach ja? Woher wissen Sie das? Weil ich Sie kenne. Sie kennen mich nicht. Sie könnten nicht töten. Hunger? Wie ein Wolf. Noch ist es nicht zu spät. Ich will darüber nicht reden. Ich mein's ernst. Noch können Sie zurück. Halten Sie den Mund, seien Sie still. Ich will jetzt nicht. Halten Sie doch endlich Ihre Klappe! Sie lieben ihn. Ja! Das tue ich sehr sogar. Genug geplaudert. Das Frühstück ist beendet. Beth, Beth, wie heißt er überhaupt? Verraten Sie mir wenigstens seinen Namen. Max. Er heißt Max. Und jetzt nennt er sich James. Sag schon, wie gefällt er dir? Oh, der sieht ja richtig heiß aus. Richtig süß. Süß? Er ist sexy. Also, willst du es versuchen? Vielleicht morgen, okay? Trotzdem danke. Du fährst, na los. Okay, ich kann es kaum erwarten. Ich hatte 3 Martinis und 1 Mai Tai. Dabei hasse ich Alkohol. Ich habe 1 Stunde und 47 Minuten bei Sergejs auf dich gewartet. 1 Stunde und 47 Minuten. Kannst du dir vorstellen, wie das ist, 1 Stunde und 47 Minuten allein an der Bar zu sitzen? Tut mir leid, dass du gewartet hast. Oh, es tut dir leid. Offensichtlich hast du es vergessen, James. Nein. Wieso siehst du mich so an? Oh, oh James, du hast einfach nur Angst vor Veränderung. So ging's mir auch, aber eine schlechte Ehe wird dadurch auch nicht mehr besser. Ich bin geschieden. Ich bin frei. Entschuldigung, hier sind noch einige Papiere zur Durchsicht. Jerry, ich möchte Ihnen... Claire. Ogden, Jerry Ogden. Tja, also Mr. Kennington, nochmals vielen Dank, dass Sie so großzügig waren. Bitte grüßen Sie Mrs. Kennington vielmals von mir. Entschuldigung. Sandy, richtig? Ja, Sandy. Ach ja, und falls Sandy noch Fragen hat, ich bin im Woodlawn zu erreichen. Ich könnte Sie natürlich auch anrufen. Nein,
Ich denke, das ist keine so gute Idee. Ich will nur nicht, dass Sie es wieder vergessen. Eine Spendenaktion. Ballett oder moderner Tanz. Sandys Freunde haben sie hergeschickt. Hübsch. Wer ist sie? Ihr Name ist Claire Andrews. Sie kann unmöglich deine Geliebte sein. Ein Mann mit einer Frau wie Sandy hat sowas doch überhaupt nicht nötig. Hältst du mir jetzt deine Moralpredigt? Ja, Max, was soll das ganze Geschwafel? Halt deine Klappe und fall dir in die Nägel, Beth. Das mit Claire hättest du wissen müssen. Mein eigener Bruder. Spießig bis zum geht nicht mehr, aber ein Ehebrecher. Und zu sowas habe ich aufgesehen. Also nochmal. Wer ist sie? Und überlege genau, bevor du antwortest. Deine wunderschöne Frau und auch dein niedlicher kleiner Junge erwarten von dir, dass du die Wahrheit sagst. Nach Lindsays Tod haben sich Sandy und ich auseinandergelebt. Wir hatten einen schrecklichen Streit, bevor ich auf Geschäftsreise nach San Francisco musste. Ich dachte, es wäre aus zwischen uns. Dann traf ich Claire auf einem Empfang. Wir hatten vor Sandy schon mal eine Affäre. Naja, wie das Leben so spielt. Es ist einfach passiert! Sie tun mir leid. Ich wollte es beenden, doch sie rief ständig an, 2-3 Mal am Tag. Sie drohte damit, Sandy alles zu erzählen. Ich wollte der Sache ein Ende bereiten. Woher sollte ich das denn wissen? Sie wollte dir doch was Wichtiges sagen. Sie ist geschieden. Und jetzt darfst du raten, wen sie als Ersatz im Auge hat. Ich weiß eine Lösung. Ich bin ganz Ohr. Geld, du willst Geld, ich habe Geld. Wir einigen uns, alle sind zufrieden und ich kümmere mich um Claire. Also, wie viel Geld willst du? Das Geld, mit dem du hier Geschäfte machen willst, das ist jetzt leider mein Geld. Wir müssen hier verschwinden, Maxi. Victor und seine Leute machen mir mehr Angst als er. Was ist, wenn die uns finden? Die finden uns nicht, wenn du vorsichtig bist. Weißt du was? Ich habe über die ganze Sache nochmal genau nachgedacht. James hat uns doch bereits Geld angeboten. Ich wette mit dir, dass er auf der Stelle 2 Millionen locker machen würde. Und weißt du was? Wir sollten sie nehmen, uns in ein Flugzeug setzen. Würdest du jetzt endlich deine Klappe halten und mir zuhören? Ich gebe mich nicht mit 2 Millionen zufrieden, wenn wir mit Leichtigkeit 18 Millionen machen können. Wir werden genauso weitermachen wie bisher, mit einer einzigen Ausnahme. Du wirst das Haus nicht mehr verlassen. Hast du verstanden? Maxi, ich werde dir... Ob du mich verstanden hast! Du tust genau das, was ich dir sage! Wir verschwinden von hier, so schnell es geht. Du, Mrs. Kennington und das Kind. Ja, und du kommst hinterher. Hast du sie nackt gesehen, Maxi? Hä? Ist sie so gut wie ich? Erfüllt sie auch deine kleinen, perversen Sonderwünsche? Was soll dieser Scheiß, Beth? Weißt du, was ich glaube? Es gefällt dir, Mr. James Kennington zu sein. Ich glaube, du genießt es in vollen Zügen. Ganz besonders sie. Darf ich aufstehen? Ja, klar. Oh, setz dich kurz zu mir. Ich muss Hausaufgaben machen. Willst du ein bisschen Eis? Ihr wollt euch scheiden lassen, habe ich recht? Nein, Schatz. Wir sind eine Familie und so wird es auch bleiben. Aber es gibt Neuigkeiten. Mhm. Aufregende Neuigkeiten. Oh, voll krass, ihr seid schwanger. Nein. David, hättest du Lust, Urlaub zu machen? Und wenn wir zurück sind, mieten wir uns eine Wohnung in New York. New York wird dir gefallen, ist eine super Stadt. Nein, danke. Kann ich jetzt gehen, Mom? Sicher. Tja, das ging voll in die Hose. Ja. Ich habe jetzt keine Zeit. Die Hausaufgaben. Hör mal, Schatz.
Manchmal kann eine kleine Luftveränderung ganz gut tun. Ich will hier nicht weg, Mom. Meine ganzen Freunde sind hier. Und ich habe mich für Baseball eingetragen. Ich weiß. Und für Sommercamp. Und für Football auch. Sogar meine Schule ist klasse. Okay. Ich will dich zu nichts zwingen. Ich möchte dich nur bitten, darüber nachzudenken. Okay? Okay, ich denk drüber nach. Danke. Ich habe drüber nachgedacht. Ich will hier nicht weg. Oh, du! Keine Chance. Er ändert seine Meinung. Das glaube ich kaum. Er tut das, was wir tun, dass das klar ist. Nein, so geht das nicht. Was ist denn los mit dir? Wir werden ihn nicht zwingen, hier wegzugehen. Er hat schon genug durchgemacht. Du kannst ihm doch ein bisschen Zeit geben, sich an die Idee zu gewöhnen. Searching for circles, beautiful. Kennst du das, Carlos? Etwa eine Meile von deinem Hotel entfernt. Ja, das kenne ich. Ich werde 8:30 da sein. Und Claire, ich habe noch mal über alles nachgedacht. Wirklich? Heute Abend können wir reden. Ich freue mich. Alles klar. Wiedersehen. Wiedersehen. Die Jungs sind so heiß darauf abzuschließen, da wäre mehr drin gewesen. Wir wollen doch nicht gierig werden, Jerry. Jetzt brauchen wir nur noch die Aktienzertifikate und der Deal ist gelaufen. Gezeichnet natürlich. Natürlich. Der Anwalt sagt, Sie hätten sie. Ja, ja, ich erledige das. Okay. Die werden sich alle noch wundern. Beth. Sie wirklich, der teilt mit ihnen. Dieser Mann betrügt alle. Nicht mich. Er liebt mich. Hm. Wollen Sie hören, was ich denke? Interessiert mich einen feuchten Dreck. Ich denke, wenn er das Geld hat, alle beseitigt sind, dann bleibt ihm nur noch eins zu tun, und zwar sie einzutauschen. Gegen ein hochklassigeres Modell. Das ist es doch, worüber Sie mit ihm letzte Nacht gestritten haben. Ist es so, Beth? Ich hab doch gesagt, dass wir ihn lebend brauchen. Hey! Kommen Sie, fallen lassen! Und jetzt langsam aufstehen. Schön langsam. Und jetzt werden wir ein bisschen über Aktien plaudern.
Ich habe Geräusche gehört und... Oh, hi. Jerry braucht die Aktienzertifikate. Es tut mir wirklich leid wegen gestern. Ich weiß, David braucht einfach noch etwas Zeit. Vielleicht nach dem Sommer. Hm? Er freut sich unglaublich auf sein Sommerlager und Baseball, weißt du? Sein Terminkalender ist voll. Du hast recht. Wir sollten ihn nicht zwingen. Danke. Ich wusste, dass du es verstehst. Mein Gefühl sagt mir, dass alles gut werden wird. Glaub mir. Victor, er ist hier, Maxi, hier in L.A. Ich will hier nicht weg, Mom. Er tut, was wir tun, dass das klar ist. Du kannst ihn nicht zwingen, er hat schon genug durchgemacht. Mann, das stinkt ja hier drin. Ich bin untröstlich. Und dass sie mich nicht wieder verarschen, klar? Sie vertrauen ihm blind, nicht wahr? Das müssen sie auch. 9 Millionen Dollar sind eine Menge Geld. Es sind 18 Millionen. Sie denken, 9 Millionen sind für Sie, richtig? Dann sind Sie verrückt. Halten Sie die Klappe. Sie wollten mich sprechen? Ja. Ich nehme mir heute Nachmittag ein paar Stunden frei. Es ist rein privat. In Ordnung, James. Ich sag den anderen Bescheid. Hallo, Lena. Hallo. So früh schon zu Hause? Morgen ist ein großer Tag, verstehst du? Ich möchte, dass du für mich was erledigst. Jetzt gleich? Ja, jetzt gleich. Also ein paar Flaschen von Sandys Lieblingschampagner und dann brauche ich noch meinen Anzug aus der Reinigung. Gut, wird erledigt, Mr. Kay. Dad, du bist schon da? Ich dachte, wir zwei reden mal ganz allein, so unter Männern. Wenn du über den Umzug reden willst, dazu habe ich keine Lust. Willst du hören, was wir denken? Das wird auch nichts ändern. David! Was spielt das für eine Rolle, ob ich gehen will oder nicht? Ich will, dass du deiner Mutter sagst, dass du bereit bist, mitzukommen. Kapiert? Hast du verstanden? Ja. Gut. Guter Junge. Aber Daddy, da muss ich ja lügen.
mal her, Junge. Komm her. Aber Daddy, ich will nicht nach New York. Lauf nicht weg, wenn ich mit dir rede. Hast du gehört, Junge? Komm sofort zurück! David, tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Bitte mach die Tür auf. Wir beide sind doch Freunde, oder? Schließlich gehe ich doch auch mit dir zum Baseball, zählt das nicht? David? David, ich tu dir auch nichts. Mach die Tür auf. Bitte. Verdammt. Ich liebe dich, David. Ich würde dich nie zu etwas zwingen, was du nicht willst. Versprochen? Au, du tust mir weh! Genau, ich tu dir weh! Komm schon, wir gehen nach New York! Glaubst du, ich mach's? Ja. Mach ich wirklich? Ja. Sag's lauter! Ja. Lauter? Ja. Was? Ja. Lauter! Ja! Was sagst du jetzt deiner Mutter? Worüber? Außer ewig zu gehen! Stell dich nicht dümmer, als du bist! Ja, ich werde mit euch gehen, Daddy! Ich möchte, dass du auf dein Zimmer gehst und dort wartest, bis deine Mutter zurückkommt. Und überleg dir gut, was du ihr sagen wirst. Und noch was. Kein Wort zu deiner Mutter von dem, was hier passiert ist. Und weißt du auch, warum nicht? Ihre Hand passt auch an den Häcksler. Lena. Was haben Sie mit ihm gemacht? Ich habe mit ihm gespielt. Väter tun sowas. Ein kleines Kräftemessen kann nicht schaden. Wieso bist du eigentlich hier? Ich habe mein Portemonnaie vergessen. In Amerika spionieren wir Leuten nicht nach, Lena. Wir sind hier nicht im Big Brother Container. Aber kleinen Jungen Schmerzen zuzufügen, das ist in Amerika okay? Ich bin sein Vater. Er ist mein Sohn. Es ist meine Familie. Bis morgen. Gute Nacht. Gute Nacht.
ja früh dran. Wo ist David? Oben, er macht Hausaufgaben. Oh, womit habe ich das verdient? Na so. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Wo ist Lena? Als ich nach Hause kam, hat sie mich gebeten, ihr den Nachmittag freizugeben. 20 Minuten später stand ihr Freund wildhupend vor dem Haus. Roman? Sie war blitzartig verschwunden. Ich mag ihn nicht. Er hat einen schlechten Einfluss. Drüber nachgedacht. Ist vielleicht doch ganz cool. Bist du sicher? Und du hast dir das auch genau überlegt? Ja. Außerdem, die Dodgers kann man sowieso vergessen. Hast du noch einen Grund, David? Du hast doch was. Nein, nichts. Nur manchmal erinnert mich ja alles an Lindsay. Sie fehlt mir so sehr. Ist schon gut. Ich bin gleich wieder da. Also, jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Sind Sie bereit? Ja, ich kann es kommen. Hey. Ruf mich in 5 Minuten hier an. Warum? Tu es einfach. Du bist eine Sekretärin von Coulsons Anwälten. Okay. Er kriegt das hin. So schnell hatte ich nicht damit gerechnet. War doch sonnenklar. Es wird ihm gut tun. Mich überrascht es. Mich auch. Hallo? Mr. Kennington, bitte. Ja, einen Moment bitte. Klingt geschäftlich. Hallo? Werden Sie heute Vormittag in die Kanzlei kommen? Ja, in circa einer halben Stunde. Erwartet sich. Okay, danke. Die wollen noch eine Unterschrift. Das hört nicht auf. In 2-3 Stunden bin ich zurück. Okay. Kommen Sie schon. Los, stehen Sie wieder auf. Na los, worauf warten Sie? Nicht so ein Gesicht. Es ist so ein wunderschöner Morgen. Keine Sorge, Schatz. Lena taucht schon wieder auf. Ich weiß.
eilig. Heute ist ein großer Tag. Ja, du hast recht. Ich kann's noch gar nicht fassen. Ab morgen heißt es Haus verkaufen, Koffer packen und dann kann das große Abenteuer beginnen. Hey, mein Großer. Mr. Lambert hat angerufen. Er holt dich um 17.15 Uhr zum Training ab. Ist das okay? Du brauchst Schläger und Bälle. Die sind in Dads Wagen. Oh, das ist Tony. Willst du die Sachen nicht aus dem Auto holen, bevor Dad damit wegfährt? Eigentlich, wie schwer das ist, einen Termin bei dem Kerl zu kriegen? Ich bin tief beeindruckt. Ja. Möchtest du einen Kaffee, Toni? Okay, was ist los? Mir kannst du ja doch nichts vormachen. Ich weiß nicht. David, er wirkt immer noch so verschlossen. Ich kann mir das gar nicht erklären. Und James, Gott, der war die ganze Woche so unberechenbar. Ich weiß nie, was er als nächstes sagen oder tun wird. Naja, weißt du, Sandy, er steht ziemlich unter Druck. Ich meine, schließlich verkauft er gerade seine Firma. Ich weiß. Aber da muss noch was anderes sein. Das legt Lena doch nie ab. Niemals. Hallo? Guten Tag, spreche ich mit Sandra M. Kennington? Ja. Ich bin Detective Rowlin von der Mordkommission L.A. Ich rufe wegen einer gewissen Lena Kuczynski an. Hi, Mom, ich bin da! David, kommst du mal kurz her? Weißt du, wer das in den Korb gelegt hat? Das war ich heute Morgen. Wo hast du es gefunden? Als ich meine Schläger geholt habe, lag es hinten in Dads Jeep. Okay, jetzt mach deine Hausaufgaben hier. Okay. Ich werde erst mal richtig in Urlaub fahren. Und du? Ich hab leider Entschuldigt mich. Was ist denn gleich wieder da? Coast Pacific Development? Hallo, hier ist Sandy. Oh, hi, Mrs. Kennington. Könnte ich bitte James sprechen? Er ist leider nicht hier. Er wollte zum Anwalt wegen der Verträge. Ist er noch dort? Nein, er ist schon auf dem Weg hierher. Er soll mich sofort anrufen. Okay, ja, sage ich ihm. Danke. Auf Wiederhören. Ich kann leider nicht. Tony! Was schreist du so? Bleib bitte bei David, bis er abgeholt wird. Was ist denn los? Ich kann jetzt nicht reden. Warte doch, sag mir wenigstens, was du vorhast und wie du dorthin kommen willst. Ich fahre. Thank you.
Schluss mit dem Schönheitsschlaf. Entschuldigen Sie mich, Jerry. Natürlich. Ja? Maxie, er hat sich aus den Handschellen befreit. Wie konnte das passieren? Woher soll ich das wissen? Er muss sie irgendwie abgestreift haben. Schon gut, beruhige dich. Ich bin schon unterwegs. Jerry? Ja? Ich muss mal kurz weg. Es ist was mit David. Ich bin in einer Stunde wieder da. Nichts Ernstes, hoffe ich. Nein, ist halb so wild. Ist alles in Ordnung? Ja, sicher. Ich bin gleich wieder da. Coast Pacific? Hi, hier ist Sandy. Sandy. Hi, hier ist Jerry Ogden. Jerry? Ja, hi. Ist James von der Vertragsunterzeichnung zurück? Ja, aber er ist gerade wieder weg. Er bekam einen Anruf. Es ist irgendwas mit David. Oh Gott. Ich muss auflegen. Wiederhören. Ist gut. Wiederhören. Hallo? Tony, was ist mit David passiert? Nichts, er sitzt hier und sieht fern. Dann hast du also James nicht angerufen? Nein, seit du weg bist, habe ich an diesen Verträgen gearbeitet. Ist alles in Ordnung? Stimmt irgendwas nicht? Nein, es ist alles gut. Ich rufe dich wieder an. Zum Teufel ist hier los. Siehst du, was ich tue? Ich esse Erdnussbutter. Und ich esse nie Erdnussbutter, außer ich bin stinksauer. Und genau das ist hier los. Kannst du ihn hören? Hörst du den Mistkerl? Er wird die Tür aufkriegen. Weißt du, Maxie hat mich geschlagen. Dieser Mistkerl, er hat versucht, mich zu töten. Und Victor und seine durchgeknallten Freunde laufen auch noch da draußen rum. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich dreh durch. Beth. Beruhige dich, ich verstehe kein Wort. Wie meinst du das? Du verstehst kein Wort? Weißt du was? Weißt du was, Maxie, ich glaube, diese ganze Sache ist eine Nummer zu groß für uns. Mit James und Victor werde ich schon fertig. Die Frage ist nur, was ich mit dir machen soll. Weißt du, was dein Bruder gesagt hat? Nein, erzähl's mir. Er hat gesagt, wenn du erst das Geld hast, wirst du mich gegen eine andere eintauschen? Amos Pfeile. Was? Ich bin verliebt, Beth. Oh, Maxie. Maxie, das bin ich doch auch, Baby. Wir können uns nicht mehr sehen. Ich bin jetzt ein verheirateter Mann. Maxie.
Schade. Trennungen waren noch nie meine Stärke. Auf mich hören. Oh mein Gott. Sandy, bitte, hör mir zu. Wer sind Sie? Sein Name ist Max. Hör nicht auf ihn. Dein Schwager und mein Zwillingsbruder. Sie haben mich vom Büro gekidnappt und hierher gebracht. Sie haben mich im Keller an einen Stuhl gefesselt. Und dann hat er meinen Platz angenommen. Sandy, Sie haben mich erpresst. Beth war seine Komplize. Er lügt. Sie wusste alles über Claire. Wer? Sie waren nur hinter dem Geld her! Sie wollten uns alle töten! Sie drohten, dich anzurufen, wenn ich sie nicht sofort ausbezahle. Das ist nicht wahr, ihr lügt! Sandy, was mit Claire passiert ist, ich... Lass die Finger von ihr! Komm her, Schatz. Sandy, glaub mir. Er kann dir nichts mehr tun. Erkennst du denn meine Stimme nicht? Sandy! Oh Gott. Sandy. Hör zu. Hör mir doch zu. Das ist eine Verschwörung. Sie wissen alles über uns. Sie haben uns überwacht. Du hast uns ausspioniert. Er war es! Das musst du mir glauben! Los, an die Wand! Stehen bleiben! Oh mein Gott. Seht ihr das an? Das ist ja krank. Als Schauspieler hättest du Karriere machen können. Wem soll ich denn nun glauben? Sag mir, wie kam Lenas Kreuz in deinen Wagen? Was hat Lena damit zu tun? Sie hat ihn sich ausgebaut. Wieso? Wann war das? Ganz genau. Ich weiß es nicht. Sie wollte zu einem Baseballspiel. Oder sie hat meinen Anzug aus der Reinigung geholt. Stehen bleiben! Sandy, verlass dich auf dein Gefühl. Wer von uns sieht aus wie ein Killer? Denk daran, was Silverstone gesagt hat. Du betrachtest die Dinge zu sehr mit dem Verstand. Das hat angefangen, als dein Vater gestorben ist. Woher weißt du das? Du hast es mir erzählt. Einen Monat, nachdem du mit der Therapie begonnen hattest. Komm schon. Nein. Gib mir die Waffe. Nein! Tu es nicht, Sandy. Er tötet uns beide. Und er wird David umbringen. Gib sie. Ich brauche einen Beweis. Irgendwas. Was hat Lindsay gesagt? Sieh mal, Mami. Er ist kaputt. Du weißt nicht, wovon er spricht, richtig? Er hat uns abgehört. Vergiss das nicht. Ich hatte dir eine Frage gestellt. Sandy! Du hast immer Glück. Alles fliegt dir zu.
James. Lass uns nach Hause fahren. So, mein Großer, wozu hast du Lust? Disney World oder der Grand Canyon? Der Grand Canyon. Hm, der Grand Canyon. Oh. Grand Canyon klingt gut. Und Disney World. Das muss er von dir haben. Kann sein. Thank you.